Das war leider noch nicht alles. Das ist die ganze Seite, yo. Okay, Leute, wir fangen direkt mal mit einer Stelle an, die so ein bisschen, ja, um AJ geht. Sein Kumpel, genannt AJ. Ich fress dann. Oh, Bruder. Wow. Ah, AJ, weg da! Yo, Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid am Hasseln. Leute, es ist was Krasses passiert. Moritz ist auch am Stissel. What's up, man? What's up? Er wird nämlich heute reagieren auf etwas Cooles. War das Deutsch gerade? Ich weiß es nicht, aber who cares? Leute, es ist auf jeden Fall mega krass. Und zwar hat mich die Hildesheimer Allgemeine, das ist die Zeitung in unserer Stadt, kontaktiert. Und die wollten ein Interview mit mir, Leute. Und da dachte ich mir, auf jeden. Wir haben den Tag sogar gefilmt. Hier seht ihr beispielsweise, wie wir in den Skateshop gegangen sind. Leute, das sind auf jeden Fall zwei Herren am Start, die uns gleich ein paar Fragen stellen werden. Stay tuned, let's go. Da waren dann auch schon die anderen mit der Kamera am Start. Die Hildesheimer Allgemeine hat einfach das Ganze auch gefilmt. Sind das jetzt Vlogger? Are you Vlogger? Du wolltest ihn schlimmer treffen. Dein Buddy Arthos ist da. Arthos in der Haus. Was geht? Arthos. Was geht? Schön, dich zu sehen. Das ist Torben. Der guckt die ganze Zeit deine Videos. Der saugt ungefähr für 100.000 Klicks am Tag. Boah, die tun gut, die tun gut. Leute, aber wir sind weiterhin leider die besten Vlogger aus unserer Stadt. Sorry, Hildesheimer Allgemeine. Ja. Jedenfalls haben wir uns dann dahingesetzt, erstmal im Laden, ein bisschen getalkt, dass wir uns so verstehen und so weiter. Und dann hatten die eine richtig, richtig gute Idee. Und ich will mit Arthos, oder Arthos will mit mir mal kurz zur Schulstraße gehen. Und wir haben so ein kleines Battle, wen erkennt mehr Leute. Okay. Ich gewinne. Gewinnen wir, Leute. Let's go. Die sind dann mit AJ und mir Richtung Stadt gegangen. Und Leute, alle Kinder kamen gerade aus der Schule. Und die wollten einfach so ein kleines Battle haben gegen mich. Aber Leute, ich habe die natürlich auseinandergenommen. Wer wird mehr erkannt? Darum ging's. Und Leute, ich glaube, wir haben da auf jeden Fall rasiert. Spontanes Fan-Treffen. Es war crazy, wie viele da waren. Also, Digga, das sah so aus. Foto, 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 Foto. Foto. Und wir haben nicht mal ein Fantreffen angekündigt und da waren voll viele Leute. Es war einfach crazy. Danke auf jeden Fall dafür. Okay, und ja, nachdem wir dieses Interview hatten, sind wir dann auch nach Paris geflogen, AJ und ich, weil das ja mein Geburtstagsgeschenk für den lieben AJ war. Ne? Ja. Du hast dich gefreut? Ja, ja. War geil. Digga, war Sauna und geil. Pool, Bruder. Digga, war echt geil. Warum war ich das immer? Aber Leute, dann kam die Zeitung raus und oh shit, Leute, ich habe noch selber keine. Wir werden jetzt in die Stadt fahren mit Moritz Auto und werden uns die Zeitung getten. Ich bin gespannt, Alter. Nicht, dass die mich da komplett dargestellt haben. Ich hoffe aber nicht, Hildesheimer Allgemeine. Ich hoffe, ihr habt einen guten Job gemacht. Weil bei der Presse weiß man ja nie. Es gibt ja auch bestimmte Zeitschriften. Ich habe sogar eine. Ich war ja zum Beispiel im Hey-Magazin schon. Das ist von der Bravo, so ein Magazin. Da haben die auch echt was geschrieben, was nicht so wirklich gestimmt hat. Hier steht einfach Dagi als Karrierebooster. Dieses Pick kam gut an. Und ich dachte mir nur so, are you good, bro? Dieses Bild ist von vor 3 Jahren. No joke. Und alle anderen Bilder auf Instagram von mir hatten viel mehr Likes gefühlt als das Bild mit Dagi. Und was schreibt die Hey rein? Karrierebooster. Da muss ich aber los. Naja, Leute, wie dem auch sei, ich hoffe, das wird cool. Ich habe schon Fotos bekommen. Meine Mutter hat mir, als ich in Paris war, schon ein Foto geschickt, aber ich konnte halt nichts drauf lesen. Ich kenne auch schon so ein paar Passagen, aber noch nicht den ganzen Artikel. Und ich habe einfach eine ganze Seite bekommen, ey. Hast du die schon gelesen? Du hast mir auch ein Foto geschickt, oder? Ja, ich habe aber auch nur ein Foto zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall, ne? Aber selber gelesen? Nö. Okay, let's get it. Ab zur Hildesheimer Allgemeine. Ich hoffe, ihr wart nett, Leute. Der Squad ist am Start, Leute. Ich bin hier in Jacke am Start, weil es eben ein bisschen genieselt hat. Und ihr seid im T-Shirt und, wow, in kurzer Hose. Und du auch in kurzer Hose. Und ich in langer Hose. Aber es windet. Aber ich schwitze trotzdem so hart. Ich könnte locker Flaschen damit ausfüllen. Auffüllen und die trinken. War nicht so wichtig, oder? Interessiert ihr euch das? Nö. Let's get it. Moritz Pferd. AJ ist ein Pferd. Okay, Leute, wir sind auch schon in der Stadt angekommen. Da hinten haben wir geparkt und der Moritz, der ist da schon vorne und holt ein Parkticket. Are you good, Bro? Warte, was brauchst du? 10 Cent oder so. Boah, muss mal gucken, ob ich Kleingeld habe. Ja. Okay, let's get it. Kommt her, Digga. Ich will jetzt die Zeitung sehen. Ich bin gespannt, Leute. Haha, let's get it. Okay, Leute, we are back. Wir sind in der City, Leute. Und ich habe gerade was gesehen. Das geht vor. Die Zeitung hole ich danach, aber erstmal, Leute. Oh, shit. Look at this, es gibt wieder Krebs, Bruder. Alter, Digga. Was geht ab? Was ab? Ich hätte gern einen Nutella-Crepe.
So, die Session hat wieder angefangen, oder? Ja. Riech mal. Lecker? Riecht gut, ja. Du hast einen eigenen. Ja. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich einen Crepe kaufen muss. Ich habe lange keine Crepes mehr gegessen, weil ich schon fast krepiert wäre. Hahaha, krepiert, check hier. But now, it's time for Crepes. Crepes? Was heißt das auf Englisch? I don't know. That was good. Alright, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei der Hildesheimer Allgemeine Zeitung gewesen. Und ich habe hier auch schon den Artikel über mich. Das war leider noch nicht alles. Die ganze Seite, yo. Ich hoffe, das, was da drin steht, stimmt auch. Aber hier steht schon mal, ich mag es nicht so gern, einen Chef zu haben, Artus Weichert. Ich muss sagen, das ist true. Ich habe nämlich früher so Ferienjobs und so gemacht, um damals mein Equipment zu finanzieren für meine Videos und so weiter. Und no joke, ey, das war einfach wirklich nichts für mich. Und ich habe gemerkt, ich muss irgendwie selber ein eigenes Business haben und so weiter. Deswegen, das ist schon mal true. Ich hoffe, der Rest, der da drin steht, stimmt auch. Ich würde sagen, wir chillen uns irgendwo mal hin, oder Moritz? Aber nicht deine roten Haare da drauf liegen, sonst ist die Zeit rot. Ja, nee, die verbrennt eher. Ah! Da ist gerade was von deinen Haaren runtergefallen. Ach so, okay. Alter, direkt hier sind perfekte Sitzmöglichkeiten. Kommt mit in den Sand. Hier sind ein paar Zigarettenstummel, aber egal. Moritz! Setz dich hin, mein Freund. Oh, nee. Egal. Okay, Bruder. Ich lese euch natürlich jetzt nicht alles vor. Ich lese nur mal so ein paar Sachen vor, die vielleicht nicht so ganz richtig sind, die man vielleicht richtig stellen müsste. Okay, Leute, wir fangen direkt mal mit einer Stelle an, die so ein bisschen, ja, um AJ geht. Sein Kumpel Allergy, genannt AJ. Sein Nachname bleibt geheim, das gehört zum Spiel mit der YouTube-Community. Was hast du getan? Ich weiß auch, wie wir darüber geredet haben und das, was da steht, habe ich so absolut nicht gesagt. Mein Nachname hat nichts mit irgendeinem Spiel zu tun oder so. Der ist jetzt geheim, aber das hat andere Gründe, einfach... Warum? Damit wie heißt du? Keine Ahnung, nicht bei mir zu Hause klingelt oder was weiß ich was. Keine Ahnung, muss ja keiner, ist ja nicht nötig, so die Informationen. Meinen anderen Namen habe, also meinen anderen Namen auf jeden Fall. Meinen richtigen Namen habe ich auch schon mal gesagt. Dein Vornamen meinst du? Mein Vornamen, Allergy, so. Allergy, A-L-H-A-G-I-E. So, jetzt habe ich es geleakt und wir machen weiter. Okay, oh, jo, voll viel Sand. Okay, Leute, weiter geht es. Brille wird ich hab keine Brille. Aber das, was die Kohle bringt, sind die Klicks. Also so habe ich das nicht gesagt, Bruder. Jo, okay. Das kommt jetzt ein bisschen komisch rüber, ja. Okay. Okay, ihr wisst, ich habe früher Clash Royale Videos gemacht. Ich habe vor den Clash Royale Videos ein Browser Game Let's Played, Leute. Und no joke, das sagt jeder YouTuber, aber auch ich wusste damals nicht, dass man damit krass Geld verdienen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, so ab, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten, aber welcher YouTuber kriegt 1 Million mit einem Browser-Game? Ich habe damals wegen Spieletrend angefangen, ist ein cooler YouTuber, mit dem habe ich auch ab und zu nochmal Kontakt, also ganz selten, aber so finde ich auf jeden Fall cool. Er zieht immer noch sein Ding durch und er hat halt immer so ein Spiel gespielt, das heißt, mache ich jetzt Werbung dafür? Es war auf jeden Fall ein Browser-Game und er hat mich inspiriert und habe ich auch Videos gemacht, aber hier steht, er nennt sich Sutranix und ist auf Anhieb erfolgreich. Leute, ich hatte früher schon einen Kanal, der hieß Sutra, ich hatte einen Kanal, der hieß Sotranil. Du erinnerst dich, Bro? Ja. Ey, ich erzähle euch jetzt eine Story. Wir beide, hey Digga, da bin ich immer noch bis heute auf ihn sauer. Wir beide wollten zusammen Real-Life-Videos machen, also so Lifestyle-Videos. Wir haben welche gemacht. Bruder, eins mit einem HTC gefilmt, mit seinem Handy, komplette Belichtung und auch Hochkant, ne? Ja. Moin, YouTuber-Skills. Nee, aber ich habe einen Ferienjob gemacht, habe mir meinen Arsch da abgearbeitet in den Ferien, so. Hatte keine Freizeit, konnte ich mit meinen Freunden, keine Ahnung, an den Strand gehen oder so, so wie die alle, damit wir beide eine Kamera haben. Und er dann so, ja, nee, ich habe doch keinen Bock auf YouTube. Und ich so, jo, willst du mich verarschen? Und dann hab ich die Kamera, hab sie wieder verkauft und habe Gaming-Videos gemacht. Aber heute bin ich Vlogger. Ja. I made it. Und ich bin auch dabei. Einfach keep the grind alive, Leute. Das ist einfach true. War ich schon sauer, Bruder? Ja. Naja, machen wir mal weiter, ne? Hier steht irgendwas mit Sophia Thiel, das ist, glaube ich, so eine Sportlerin. Für jeden Pumping Sophia, ne? Ach, keine Ahnung. Das YouTube-Duo benutzt Stilmittel, bei dem sich der geübte Tagesthemen-Zuschauer genervt die Haare rauft. Die Kamera wackelt, Zoom rein, Zoom raus, völlig überladen mit Effekten und übertrieben moderiert. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also, so, ich achte schon eigentlich sehr, dass immer der Fokus sitzt, dass die Helligkeit perfekt ist. Wenn ihr wisstet, ah, oh, yo, Mann, diese Fliege. Bisschen überladen bin ich vielleicht, ne? Also, ich moderiere vielleicht ein bisschen krass. Naja, okay. Geht auch auf jeden Fall fit, muss ich sagen. Eine Sache hier, am späten Vormittag aufstehen, dann 5 bis 6 Stunden Videos drehen. Videos? Naja, eigentlich drehe ich nur ein Video. Das ist nicht so ganz true, also wir stehen ganz unterschiedlich auf. Es gibt Tage, da stehen wir wirklich um 5 Uhr morgens auf. Es gibt Tage, da gehen wir gar nicht erst pennen.
Es gibt Tage, da stehen wir um 11 Uhr auf, es gibt Tage, da stehen wir um 16 Uhr auf. Je nachdem, wie wir halt vorankommen. Wenn wir mal, keine Ahnung, ein bisschen in die tiefe Nacht brauchen, dann schlafen wir natürlich dementsprechend ein bisschen versetzt und stehen dann erst später auf und so weiter. Aber so jeden Tag nachmittags... Jeden Tag nachmittags aufstehen, das wäre zu schön. Weichert will seinen Fans ein positives Gefühl mitgeben. Ihnen sagen, Leute, gebt niemals auf, verfolgt euer Ziel. Das ist true, Leute, weil es ist so viel möglich. Gebt euch das. Ich habe früher ein Browser-Game gespielt, habe mein Taschengeld da reingeballert und habe dann einfach irgendwann Videos von dem Spiel gemacht, habe gemerkt, okay, irgendwie ist es doch nicht das, was ich will, habe was anderes gemacht, aber ich habe einfach immer weitergemacht, habe mit Gaming angefangen und bin irgendwann jetzt hier bei Vlogs gelandet und es läuft. Also, zieht durch, ne Moritz? Durchziehen, ne? Durchziehen, immer durchziehen. Ja. Keep the grind alive, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, Moritz. Ja, genau, fang Moritz. Ich jetzt auch an. Ja, vielleicht fängt er auch an. Vielleicht. Jetzt, wo es schon läuft, ne? Ja, jetzt, wo es läuft, ne? Mhm. Genau. Ne? Ich war früher auch dabei. Ja. Einmal. Ich habe ihn anders unterstützt. No homo hier, aber, ne? Okay. Jedenfalls haben die geschrieben, er selbst nennt das Mindset. Leute, ich meine natürlich damit nicht das Mindset. Das Mindset ist so, finde ich, die Einstellung generell dem Leben gegenüber, generell auf viele Bereiche im Leben bezogen. Ich denke halt immer sehr positiv, also wenn irgendeine Scheiße passiert, dann denke ich mir immer halt, hey, komm. So, es hat seinen Grund, also ich finde, das Denken macht extrem viel aus, dabei voranzukommen, weil man dadurch natürlich nicht so leicht aufgibt, immer durchzieht, nicht immer das Negative sieht und so weiter. Das Mindset ist so umfangreich, damit solltet ihr euch viel beschäftigen, da habe ich auch viele Bücher früher gelesen. Weil hier steht auch noch, ich lese viel über Marketing. Eigentlich, ja, ich habe schon 1, 2, 3, 4 Bücher darüber gelesen, aber mehr eigentlich über das Mindset und wie man effizienter arbeitet, effektiver arbeitet und so weiter. Naja, ich bin halt noch perfektionistisch, also so effizient bin ich dann auch nicht. Aber schon effizient, ja. Jetzt geht es um unsere Videos, dass das grundsätzlich nicht in Ordnung ist und vor allem Eltern und Pädagogen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist kalkuliertes Risiko des Duos. Genau, Leute, wir setzen uns bei jedem Video mit dem Taschenrechner vorher hin. Okay, wenn wir das machen, dann können wir die Strafe kriegen. Aber Leute, wenn wir das machen, kriegen wir so viel Geld und dann lohnt sich das. So rechnen wir, natürlich. Na, okay. Naja, ich weiß, glaube ich, was sie damit aussagen wollen. Natürlich machen wir auch mal Sachen, die vielleicht nicht so vorbildhaft sind, wie es sein sollte. War das Deutsch? Ha! Ich fress Sand. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Das war absolut... Sowas mache ich zum Beispiel auch nur im Video und das bereue ich gerade richtig. Kein Mensch. Absolut kein Mensch. Ich wollte sagen, natürlich machen wir auch mal Sachen, so wie Sand essen und von einer 15 Meter Brücke springen. Steh mal auf. Hört ihr das? Digga, eklig. Natürlich machen wir auch mal Sachen, die ein bisschen riskanter sind und so weiter, natürlich. Aber das Ding ist, Leute, jeder Mensch macht doch irgendwas, was jetzt nicht so ganz vorbildhaft ist. Und wenn wir von so einer Brücke springen, dann machen wir, weil wir Bock drauf haben. Aber wir sagen natürlich dann auch, jo, macht das nicht nach. Und ob ihr es da macht, liegt am Ende eh an euch. Es gibt so viele Leute, die von Klippen springen, so. Keine Ahnung. Der Artikel ist einfach entlang, Leute. Ich kann euch nicht alles vorlesen. I don't know. Checkt gerne mal das Video von Hatz aus. Ich packe euch den Ding einfach mal in die Beschreibung, Alter. Ich muss trinken und Bruder, komm her. Ey, Digga, der Sand hat so eklig geschmeckt. Aber du hast durchgezogen. Ich hab durchgezogen. Ey, AJ, du machst einen Backflip. In den Sand, komm her. Los, AJ. Oh, yo, wie tief ist es? Okay. Ja. Yeah. Let's get it, schnell. Wow, sick. Are you good? Okay, dann können wir auch losgehen. AJ, Challenge. Ich werf die Tasche nach da. 3, 2, 1, du musst sie fangen. AJ, weg da. Are you good, bro? Naja, Leute, your boy made it. Ich bin auf jeden Fall in der Zeitung gewesen. Und was krass ist, was richtig heftig ist, das habe ich euch schon erzählt. Und zwar ist einfach die Todesanzeige meiner Oma in der genau selben Ausgabe. Es gibt keine Zufälle, Leute. Kuss geht raus an dich, Oma. Are you good, bro? Moritz hat gesagt, ich darf nicht in dein Auto und ich kann es sogar verstehen. In dein Auto? Aus. Oh. Aus? Auto? Aus. Digga, das war windig. Das war viel. Leute, ich kann nicht so reden. Es windet, ich habe Sand im Mund. Vielleicht pisst auch noch ein Hund in meinen Mund. Okay, Leute, das war auch wieder ein weiterer Tag aus meinem Leben. Das ist AJs Schuh. Das war AJs Schuh. Leute, wenn ihr neu seid, haut auf den Abonnieren-Button und dann verpasst ihr keine weiteren Sachen mehr aus meinem Leben. Es war wieder ein crazy Tag, Leute. Ich war in der Zeitung, die Presse hat über mich berichtet. Es gab ein paar Sachen, die nicht so ganz gestimmt haben. Folgt mir auf Instagram, ich heiße Artus Weichert. Da seht ihr richtig viel dann, gerade beim Roadtrip, was hinter den Kulissen noch so passiert. Und da würde ich auch sagen, Peace. Ciao. Ah, ich hole einen Schuh noch. Übers Auto, okay? Bruder. Achtung, mein Schuh. Okay, Leute. Peace.
Hey, hallo, ich muss noch rein. My side.